Ich freue mich ganz besonders auf das nun folgende Video. Sabine Kössigi, Doris Schmidauer und Beate Winkler diskutieren gemeinsam Fragen zur Digitalisierung und Chancengerechtigkeit. Wie füllen wir die Löcher unserer digitalen Vorstellungswelt? Wie wird in diesem Kontext Verantwortung verhandelt? Und welche Rolle spielen dabei Politik und die Eigenverantwortung der Menschen? Und vor allem, was sind die Maßnahmen, die eine fairere digitale Welt für uns alle ermöglichen? Also Beate, du sprichst in deinem Vortrag darüber, dass es Löcher in unseren Vorstellungswelten braucht. Und meine Frage an dich ist, wie werden denn in diesen Löchern unserer Vorstellungswelt, wie wird denn dort Verantwortung verhandelt? Also wer übernimmt denn dann schlussendlich Verantwortung dafür, dass wir positive Zukunftsbilder über Digitalisierung entwickeln in unserer Gesellschaft? Also Löcher in der Vorstellungswelt werden ja nicht verhandelt, sondern die sind ja da. Und diese Löcher sind jetzt, also oder wir brauchen diese Löcher, weil wir in diesem riesigen Transformationsprozess sind und wirklich neu denken sollten. Wir können nicht mit den gleichen Haltungen, mit den gleichen Lösungsansätzen die Probleme also lösen, mit denen wir sie selber also produziert haben. Also müssen wir die Richtung im Denken also ändern. Das heißt, der Kopf ist ja bekanntlich auch deswegen also rund, ne? Das heißt, diese Löcher in der Vorstellungswelt, die füllen wir erstmal alle selbst. Das ist die Aufgabe von uns selbst, dass wir neu denken, dass wir anders denken, dass wir in eine andere Richtung also einschlagen. Aber diese Löcher in der Vorstellungswelt werden ja auch gefüllt durch Organisationen, durch NGOs. Und ich glaube, dass unsere Initiative gerade ein Loch in der Vorstellungswelt also füllt, dass eben die Digitalisierung auch chancengerecht gestaltet werden kann. Aber natürlich füllt dann also letzten Endes auch die Politik diese Vorstellungswelt. Also alle und jeder ist gefragt und es wird und kann auch nur gemeinsam und grenzübergreifend also gestaltet und gelöst werden. Darf ich da noch mal kurz nachfragen? Aber besteht da nicht die Gefahr, dass man sich dann darauf verlässt, dass vielleicht andere den ersten Schritt tun und sozusagen proaktiv werden? Oder siehst du da echt eine Chance, siehst du es als attraktive Alternative selbst da, dieses Loch, also dieses Void, diesen Raum zu nutzen, umzugestalten? Ja, das machen wir ja mit unserer Initiative Digitalisierung Chancen, also gerecht. Wir zeigen, dass eben also Digitalisierung also auch auf die Bedürfnisse von Frauen Rücksicht nimmt, dass sie sich nach den Bedürfnissen also ausrichtet, dass es kleine Initiativen sind. Und wir sind eine sehr kleine Gruppe natürlich, also mit Frauen, die auch besondere Möglichkeiten haben. Aber es war uns allen ein gemeinsames Anliegen. Und es haben sich viele, viele, viele angeschlossen. Also das hätte man ja kaum erwartet, dass aus einer Idee so viel entstehen kann. Aber wir vergessen häufig, es sind die Ideen, die die Welt bewegen. Und wir haben eine. Liebe Sabine, du hast uns gerade sehr eindrucksvoll geschildert, wie dieser Teufelskreis der Ungleichheit im Bereich der Digitalisierung zustande kommt. Ja? Und wie viele Ursachen es gibt für diese Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Stelle ich mir die Frage, wie kann man das ändern? Wo ist der richtige Hebel? Wo muss man ansetzen, um diesem Zustand ein Ende zu bereiten? Und wie kann man gleichzeitig verhindern, wenn es so viele Ursachen und Verantwortungsträger gibt, dass einer dem anderen die Schuld zuweist? Ja, das ist eine super spannende Frage. Und tatsächlich ist ja unsere Erfahrung zum Beispiel, wir gehen an die Universitäten und wenn ich da meine Kolleginnen und Kollegen befrage oder wenn wir darüber nachdenken, wie können wir mehr Frauen an der Technischen Universität Wien haben, dann heißt es auch immer, ja, also die Mädchen haben einfach wenig Interesse, es gibt zu wenig Frauen, auch die Realgymnasien besuchen, viele Frauen haben schon im
diese Stereotypen, Schulen, von denen du auch dann in deinem Vortrag sprichst. Das heißt, das muss ja schon viel früher anfangen. In den Schulen, da brauchen wir schon eine Veränderung. Also wir können ja gar nichts dafür. Und in den Schulen sagt man, naja, aber ich meine, die Eltern spielen so eine große Rolle in der Sozialisierung von den Kindern. Und die Mädchen kommen halt dann in Pink und die Burschen kommen halt dann mit ihrem Matador und mit ihrem Lego. Und das ist auch in den Kindergärten schon so. Also da müssen wir eigentlich die Gesellschaft verändern und die Werte. Und wenn man dann zurückgeht, dann sagt man, ja, die Frauen zum Beispiel, die sagen dann, du, aber ehrlich gesagt, ich verdiene weniger, ich habe keine Aufstiegschancen. Wenn es jetzt ums Familieneinkommen geht, dann entscheiden wir uns natürlich rational, ich bleibe zu Hause, weil, also ich meine, das ist unser aller Zukunft, ja. Und wenn man dann eben weiter hinten fragt in den Unternehmen, wenn man sagt, ja, wir würden händeringend Frauen suchen, aber sie werden ja leider nicht, sind ja leider nicht da. Und das ist, glaube ich, diese Erkenntnis aus unserer Untersuchung, aus diesem digitalen Teufelskreis, den wir da, also der Ungleichheit, den wir da aufgezeigt haben. Ja, das ist ein Teufelskreis. Da gibt es kein Beginn und kein Ende. Da gibt es nicht irgendwo, wer anfangen soll und dann wird es hinten nach besser, sondern das ist ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Und das ist das Wichtige zu erkennen. An jedem Punkt in diesem Kreis gibt es Verantwortung zu übernehmen für eine Veränderung. Männer müssen nach Hause gehen und sagen, ich mache die Hälfte der Arbeit in der Kindererziehung, im Haushalt. Unternehmen müssen also Programme und Initiativen entwickeln, wie ihre Mitarbeiter, ihre männlichen Mitarbeiter anzuhalten, sich in der Kindererziehung zu beteiligen, in Elternkarenz zu gehen etc. Wir müssen an den Rollenbildern arbeiten. Es braucht einen Kulturwandel und natürlich braucht es auch im Bildungssektor Änderungen. Ja? Aber ganz wichtig ist zu verstehen, es gibt nicht irgendwo einen Beginn, wenn es dort dann besser würde, dann ist die Schleife hinten nach einfacher, sondern wir können in jedem Punkt, jederzeit, immer einsteigen. Bei uns selbst. Genau, Beate. Und wie wichtig sind Rollenvorbilder in diesem Prozess? Ich habe die Erfahrung gemacht, das kommt immer gut an, wenn man sich konkret und fest sagt, ja, die hat es uns ja schon gezeigt, das geht ja und ich kann das jetzt nachmachen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Genau, unheimlich wichtig, also meine Erfahrung auch an der Universität ist, ich ziehe unter anderem auch viele weibliche Studierende an, die dann bei mir Diplomarbeit schreiben möchten, in meine Lehrveranstaltungen kommen, auch unseren MBA zum Beispiel an der TU Wien besuchen, wo es auch um Digitalisierung geht. Einfach deswegen, weil sie sagen, aha, da ist eine Frau, die hat das auch gemacht, die arbeitet doch irgendwie in diesem Bereich und die ist sogar Sozialwissenschaftlerin und arbeitet an einer technischen Universität und vielleicht an dieser Schnittstelle. Und wie spannend ist das eigentlich? Und kann ich doch mit meinen Interessen, also die mir ein Anliegen sind, wie zum Beispiel Gesellschaft, wie Gleichberechtigung, auch in der Technik arbeiten? Wahnsinn, das funktioniert. Ja? Und das ist unglaublich wichtig. Also Rollenvorbilder sind unglaublich wichtig. Und aber auch, das hast du auch in deinem Vortrag erwähnt, die Safe Spaces, die sind auch so wichtig. Ja, ne? Ja. Dann sind diese Rollenbilder positive Zukunftsbilder. Genau. So trifft es sich. Ja, so trifft es sich wieder. Liebe Doris, wenn es ein Problem zu lösen gibt, was also grundlegenderen Charakter hat, schreit man ja meist nach der Politik, nach den Politikerinnen und Politikern. Aber so leicht kann man es sich ja auch nicht machen. Wo siehst du denn die Verantwortung und welchen Beitrag leistet die Initiative, die du nun initiiert hast und die wächst und blüht und gedeiht? Also zunächst möchte ich schon festhalten, dass natürlich die Politik zuständig ist. Politikerinnen und Politiker haben sozusagen die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen für eine chancengerechte Welt, für Chancengerechtigkeit in der Digitalisierung und so sozusagen das auch zu erfüllen für alle anderen Herausforderungen, mit denen wir derzeit konfrontiert und beschäftigt sind, wie auch den Klimaschutz. Ja. Es ist mir wichtig, hier die Politik nicht aus der Verantwortung zu lassen. Ja. Gleichzeitig
können wir alle Einfluss nehmen auf die Politik. Ja? Jeder Einzelne von uns und jede Einzelne von uns, und zwar nicht nur an der Wahlurne, wenn wir wählen gehen, sondern auch indem wir uns engagieren, indem wir uns für Anliegen einsetzen, indem jeder seinen Wirkungskreis bemüht und schaut, was ist uns wichtig, wie wollen wir weiterkommen. Und was ich immer wichtig finde, und das beweist ja auch unsere Initiative Digitalisierung chancengerecht, wie wichtig es ist, sich mit anderen auszutauschen, sich in der Vertretung und der Förderung gemeinsamer Anliegen zu finden. Ja? Also auch dieses Gemeinschaftserlebnis, dieses Solidaritätsgefühl, wenn wir uns zusammentun, können wir auch etwas ändern und Einfluss nehmen auf die Politik. Und ich finde, unsere Initiative hat das gut bewiesen. Wir machen das ja sozusagen alle nebenbei und ehrenamtlich und haben gesehen, wenn man sozusagen aktiv auf Menschen zugeht mit einem Anliegen, in unserem Fall die Chancengerechtigkeit in der Digitalisierung, findet man viele Bündnispartner und Bündnispartnerinnen. Und wir haben inzwischen, glaube ich, ein großes Netzwerk geschafft. Und das war ja so unsere Idee, mit der wir angetreten sind, ein Feuerwerk an Aktivitäten zu entfachen. Und da sind wir, glaube ich, schon am guten Weg. Und wir werden ja unsere Aktivitäten fortsetzen. Und so, glaube ich, kann man, indem man auch Themen öffentlich macht und eine Öffentlichkeit dafür gewinnt, auch Einfluss nehmen auf die Politik und die Prioritätensetzungen in der Politik. Es ist auch eine Ermutigung. Also wir haben mehr Möglichkeiten, als wir denken. Ja. Darum glaube ich, dass diese Eigeninitiative und Engagement eine ganz, ganz wichtige Triebfeder sind für gesellschaftliche Veränderung. Gerade in Zeiten wie diesen, wo sich manche vielleicht ohnmächtig fühlen. Sozusagen, wie kann man hier noch was tun? Wo kann man einen Hebel ansetzen und diese Menschen auch zu ermutigen, mitzumachen und zu engagieren, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Können wir nur zustimmen. Gut, da bin ich aber froh.